Oh. Herzlich willkommen an der Lobo bei Not Another Dope Show. Heute wird es eine Mammut-Folge, Mega-Folge. Ich mache einfach jetzt mal so, ich lese mal eine Seite vor, erzähle ein bisschen was dazu und dann müsst ihr halt entscheiden, ob ihr Pause macht und euch dann anders mal weiterschaut oder ob ihr es überhaupt weiterschaut oder in einem durchzieht. Das ist hier die Zusammenfassung, was bisher geschah. Das ist meine Stammreflexion. Okay, Ernst Stamm 2. Stammreflexion vom 22.11.93 bis 26.09.94. Ich kam am 22.11.93 von München Stadelheim hierher. Mein damaliger Sozialarbeiter Herr G. gab mir nicht die Möglichkeit, meine Sachen zu filzen. Meine Einstellung damals zu Drogen war natürlich wie bei den meisten hier. Ich dachte, ich könne ja nach der Therapie weiterkiffen. Ich wollte die Therapie nur wegen dem Heroin machen. Gleichzeitig raus aus dem Knast. Beim Filzen meiner Klamotten wurden natürlich zwei Krümel Hasch und ein Cannabisblatt und ein eingerauchter Kugelschreiber gefunden. Dafür musste ich als Konsequenz das Arbeitsbeben machen. Dadurch wurde mir sehr schnell klar, dass Therapie im Vergleich zu Knast kein Zuckerschlecken ist. In dieser Zeit wurde das Haus zugemacht und dasselbe gefilzt, da Hefe gefunden wurde. Dadurch verlängerte sich mein Arbeitsbaby um 4 Tage. Mein erster Erfolg, ich blieb trotz der Strapazen. Bald danach fuhr ich mit einer damaligen KA-Phase nach Kleve zu einer Verhandlung. Ich war total froh, wieder im Haus zu sein, als wir zurückgekommen sind. Denn ich war keineswegs gefestigt genug, um mit der Außenwelt konfrontiert zu werden. Das nächste Ereignis, das wichtig für mich war, war die Stammaufnahme. Ich dachte, als ich in der Philo ins Stocken kam, das war's dann. Aber ich wurde ohne Gegenstimme im Stamm aufgenommen. Im Frühjahr 94 bekam ich ziemlich starke Frühlingsgefühle und mit ihnen die Erkenntnis, dass Frauen und die Beziehungen in meiner Vergangenheit mit Schuld an meiner Sucht waren. Ja, es war wirklich so, als wir da aus einem Stadelheim waren, habe ich ja Knastklamotten tragen müssen, ja, wie jeder andere auch. Das Einzige, was ich mal irgendwann mal gesorgt habe, war Turnschuhe. Die bei den Verhandlungen hin und her Fahrereien habe ich irgendwann mal Knastschuhe unten lassen, meine eigenen Turnschuhe mit draufgeholt. Mehr hatte ich nicht. Und das andere waren halt alles so Sachen, T-Shirts und Jogginghose, die ich mir dort besorgt habe und die dann auch da geblieben sind. Die verschenkt man halt, die Sachen, wenn man dann geht, weil man ja nicht wieder zurückkommen möchte. Man braucht sie draußen nicht. Jetzt sind wir da auf dem Weg gewesen von Stadlein nach Herrsching raus. Das ist ja Winter gewesen, es war kalt. Ja. Ich konnte von meiner Mutter nicht erwarten, dass sie meine Sachen filzt. Die hat die alles gewaschen gehabt und hat in die Taschen reingefasst und nichts gefunden. Und zwischen den Nähten bei der Jeanshose ist immer so eine kleine Tasche und da drin und zwischen den Nähten waren 2 kleine Grümelchen. Ich hätte die gefunden, weil ich wusste, wo ich schauen muss, weil ich öfter da was rausgezogen habe, wenn ich nichts mehr gehabt habe. Jetzt ist es aber so gewesen, dass mich der Sozialarbeiter zwar da hingefahren hat, aber der wollte mir nicht mehr die Zeit geben, meine Sachen zu durchsuchen. Weil ich hatte dann Haufen Zeug, die jetzt alle durchsuchen müssen, bevor wir da ins Haus rein können. Es war arschkalt, wie gesagt. Ja, da stand kniehoch Schnee. Also hat er mich da halt abgeliefert und die filzen dann schon meine Sachen. Toll. Hat er noch so gesagt, naja, wäre gut, wenn sie die Sachen hatten, aber er hatte nicht mehr die Möglichkeit. Hoho, da war es gefundenes Fressen für die Leute dort. Ja, und als ich dann halt da diesen Blaumann tragen habe müssen und das Haus zu war wegen der Hefe, war mir ganz klar, hier könnte man was ansetzen. Vermutlich war es aber einfach nur Unachtsamkeit, dass irgendeiner die Verpackung weggeschmissen hat in der Küche beim Arbeiten und das war alles. Aber das war halt da jedes Mal so, dass das Haus zugemacht worden ist und dann von oben bis unten putzen worden hatten müssen. Und dann hat er sehr viel Aufwand da reingelegt, dass danach das Haus wieder blitzt und blinkt. Und alles, was man nicht haben darf, dann auch wieder verschwunden das erste Mal. Das ist auch ein bisschen reinigend. Ja, weiter im Text. Also Leute, wer jetzt Pause machen möchte,
Jetzt hast du Gelegenheit dazu. Ansonsten geht es weiter. Kurz darauf dachte ich, ich hätte mich in Katja verliebt. Meine Gefühle zu ihr waren, wie sich herausstellte, nur freundschaftlicher Natur. Ich merkte das daran, weil ich mich kurz darauf in Michaela E. verliebt habe. Und dieses Mal richtig, denn dieses Gefühl hält bis dato an. Da ich von Natur aus sehr misstrauisch bin, hatte ich große Probleme, mich im Plenum zu öffnen oder etwa Feedbacks zu geben. Das Ganze wurde auch noch von meiner kindischen Trotzigkeit erschwert. Mein Vertrauen im Stamm wuchs und hat mit dem Abbruch von Andrew seinen Höhepunkt erreicht. Im dritten oder vierten Therapiemonat habe ich den Entschluss gefasst, auch keine anderen Drogen mehr zu konsumieren, wenn ich mit der Therapie fertig bin. Mir ist nämlich klar geworden, dass ein Rausch, egal von was, mich unweigerlich zu Heroin zurückführen würde. Damit ist das bloß so nicht gefallen. Ich bleibe, egal was passiert. Das war ungefähr die Zeit, als das Haus zum zweiten Mal zugemacht wurde und die K-Phase damals aufgelöst. Ich verspürte genau wie beim ersten Mal unter Druck und Stress zu stehen. Unweigerlich lernte ich damit umzugehen. Genauso mit Abbrüchen von Menschen, die mir nahe standen. Da ich in fast jedem Plenum einen Konflikt hatte, entweder machte ich einen oder ich habe einen bekommen, lernte ich diese zu lösen und Wahrnehmungen von anderen anzunehmen. Richtigen Frust hatte ich, als ich im Stamm das Okay für die Beziehung mit Michaela haben wollte und es nicht bekam. Gleich darauf wurde mir mein Dreierausgang abgelehnt. Ich spielte das erste Mal mit dem Gedanken zu gehen. Kurz darauf sagte mir Michaela im Plenum, dass sie keine Beziehung zu mir haben möchte. Das schmerzte brutal und ich hatte Schwierigkeiten, mir Hilfe zu holen und machte etwa 3 Wochen darauf einen verhängnisvollen Fehler. So, Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich gelogen, dass diese Erkenntnis in mir gereift ist, Rausch führt zu Heroin, was einfach nicht stimmt. Das ist Blödsinn. Ich habe das damals bloß nicht da reingeschrieben, weil ich in die K-Phase wollte. Und nach diesen ganzen Tiefschlägen, die ich da bekommen habe, hatte ich gar keinen Bock drauf, Grundsatzdiskussionen zu führen. Ja, das ist wirklich eine Grundsatzdiskussion, die ich führen habe müssen, ziemlich am Anfang. Wo ich gesagt habe, ich glaube das nicht. Ja. Es ist auch so. Fakt. Es ist einfach Fakt. Cannabis oder Alkohol. Okay, von mir aus auch Kokain führt nicht unweigerlich zu Heroin. Das ist nicht die Droge, nicht die Substanz. Das ist das Verhalten und das ist das Angebot, das man bekommt. Und man selber entscheidet, will ich sowas mal ausprobieren oder nicht. Spätestens, wer schon 2 verschiedene Sachen genommen hat, der weiß, dass es nicht gleich wirkt. Ja, Nikotin wirkt auch nicht wie Alkohol. Alkohol wirkt ähnlich wie Cannabis, aber Cannabis und Alkohol sind die einzigen Sachen, die sich ein bisschen ähneln. Der ganze Rest ist immer jedes Mal anders. Diese Affen, ey. Aber gut, ich habe es reinschreiben müssen, es ging nicht anders. Der ganze Rest ist aber wahr. Ich habe da kein Blödsinn reingeschrieben. Da ging es einfach nur so weit, dass ich mir halt das da mit reinschreiben habe, wissen, weil mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ja, glauben sie es mir nicht, dann kann ich nicht raus. So, wer jetzt Pause machen möchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Ansonsten geht's weiter. So, ich ließ mich auf einen Bundesvertrag mit Sibylle ein. Damit konnte ich meinen Frust wegmachen, zumindest für eine Weile. Dann bekam ich endlich meine Ausgänge, wieder ein Stück Frust weg. Aber er kam wieder, als die Ausgänge zur Gewohnheit wurden. In dieser Zeit bekam ich den Mund im Plenum kaum noch auf, mitteilungsmäßig. Als dann das Haus erneut geschlossen wurde und ein Suchtmittelstopp verhängt wurde, brach diese Sibylle ab. Suchtmittelstopp waren Tabak nur 50 Gramm die Woche, Kaffee und Süßigkeitenstopp, kein Zucker, nichts was süß irgendwie und zum Trinken nur Kräutertee. Zu ihr hatte ich am meisten Vertrauen und ihr erzählte ich auch meinen Kummer und meine Sorgen. Nun war sie weg, nicht nur, dass ich traurig drüber war,
Nein, jetzt staut sich auch alles in mir. Der Frust wegen Michaela, der Vertrag mit Sibylle und das Letzte abgebrochen hat. Das alles machte ich mit kleineren Verträgen im Ausgang weg. Leider verlor ich jegliches Grenzdenken und setzte immer einen drauf. Zu Süßigkeiten kam Kaffee, darauf folgte Tabak und schließlich, als die 25 Mark weg waren, habe ich mir von meiner Mutter 90 Mark bringen lassen. Gleichzeitig telefonierte ich mit Sibylle. Zum Glück kam es dann raus und ich machte nach kurzem Zögern meine ganzen Verträge auf. Endlich konnte ich mich wieder öffnen und mir auch Hilfe holen. Die Konsequenz: Blaumann, die Privilegien weg, mein Babypaarposten weg, den ich circa 6 Wochen vorher bekommen habe. Das war für mich sehr hart, aber es musste sein, denn die Family hatte Misstrauen gegen mich, dass ich hier nur meinen Knast abmachen wollte. Dass das nicht so ist, habe ich, glaube ich, bewiesen. Das Sonderplenum wegen mir, das am Tag drauf war, wird mir auch lange in Erinnerung bleiben. Dort waren meine Eltern anwesend. Und das war sehr peinlich für mich, vor der ganzen Family meine Schandtaten meinen Eltern zu gestehen. Dass ich ein Elterngespräch führen wollte, war ohnehin lange Zeit kein Thema für mich, denn ich wollte dieser Konfrontation aus dem Weg gehen und diese Hintertüre nicht schließen. Erst auf den Männertagen habe ich mich umentschlossen, denn dort hatten wir das Schwerpunktthema Vater. Und mir wurde klar, dass es doch unausgesprochene Dinge gab, die tief in meinem Inneren schlummerten. Leider habe ich durch mein Verhalten im ersten Termin zu meinem Elterngespräch verbockt. So, Leute, und wieder eine Seite geschafft. Das Suchtmittelstopp war ziemlich hart. Also, es war echt krass. Da waren diverse Leute, die noch ganz frisch vom Knast gerade da waren, die haben halt da Kippen aufgemacht, Kippen geraucht und es hat unheimlich gestunken und das war echt bitter, das war echt hart. Kaffeestopp war auch sehr hart für mich, weil da habe ich Kopfschmerzen davon bekommen, also wie alle. Wir haben einen ultra starken Kaffee immer getrunken da und wenn wir keinen mehr bekommen haben, hatten wir alle Kopfschmerzen und Verstopfung. Es ist eine körperliche Abhängigkeit, tatsächlich. Süßigkeiten hat mich jetzt damals nicht so gestört, heute wird es mich extrem stören, weil ich bin tatsächlich voll am Süßigkeiten fressen. Das mit der Sibylle war natürlich auch hart, weil vermutlich war der Bumsvertrag mit ihr, dass ich mit ihr Nummer geschoben habe, mit Schuld dran, dass sie abgebrochen hat. Vermute ich jetzt einmal, dass das war halt einfach zu viel Druck dann, das Ganze, was da war, sehr viel Druck, was da gewesen ist. Das Haus war ja sehr voll. Man muss ja verstehen, dass die Häuser dort damals für Neuaufnahmen auch immer gut Geld gekriegt haben. Wenn dann Leute abgebrochen haben, konnten sie ja nichts dafür, konnten sie aber neue Leute aufnehmen. Also wieder, was denn? Also habe ich schon auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man manchmal absichtlich ein bisschen mehr Druck aufgebaut hat, psychischen, dass die Schwächeren wegbrechen. Ja, die brechen tatsächlich dann weg und werden dann nicht mehr so groß aufgefangen, weil sie halt dann entschließen zu gehen. Das war immer so, wenn Haus zu war, sind viele Leute gegangen. Wenn viele Leute gegangen sind, gab es unweigerlich Tote. Nicht immer, zum Glück, aber manchmal. Jetzt hast du die Chance, Pause zu drücken und anders mal weiterzuschauen. Ansonsten geht es jetzt weiter. Glücklicherweise bekam ich noch einen zweiten Termin, den meine Eltern und ich wahrnehmen konnten. Was für mich auch sehr wichtig war, war meine Zeit als Babypaar. Es hat mir Spaß gemacht, mich um meine Eingewöhnungsphase zu kümmern und sie bis in den Stamm hinein zu betreuen. In dieser Zeit festigte sich mein Stand in der Family und ich fing an, ziemlich hoch zu fliegen. Ich stürzte deshalb während des Blaumanns umso tiefer und wurde aber von der Family super aufgefangen. Am 22.07. war Ringverleihung. Ein positives Ereignis während meiner Zeit hier. Es machte mir Mut, so viele Ex-User zu sehen, die hier Therapie gemacht haben. Ich machte dort eine Breakdance-Einlage, die total gut ankam. Der Applaus und die Zugaberufe haben mich total aufgebaut. Was mich auch freute, war ein Gespräch mit Reinhold F., der mich ja als Baby miterlebt hat. Er meinte, ich würde höchstens 1 bis 2 Wochen hier bleiben. Ich freue mich und bin auch ein gutes Stück stolz, diesen Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein. Dann waren dann noch meine Testtage, die ich ohne Schwierigkeiten bekam.
Schwer wurde es erst, als wir beide einen Tag vorher genommen wurden, weil beide in München gewesen wären. Also habe ich den Rest des Tages telefoniert und einen Tag hier in Herrsching bei der Polizei klargemacht und an dem anderen Tag bin ich mit dem Fahrrad um den Ammersee gefahren. Beide Tage waren super und haben Spaß gemacht. Ich war vor allem über meine Ausdauer überrascht. Ich kann von mir behaupten, dass ich eine Menge gelernt habe. Und zwar, wie man Konflikte löst. Wie wichtig es ist, mit jemandem seines Vertrauens über seine Probleme zu sprechen. Nach Tiefschlägen nicht zu fliehen, sondern aufzustehen und neu zu versuchen, sein Problem zu bewältigen. Aufmerksam seiner Umwelt gegenüber zu sein, den Spiegel von jemandem, der selber Dreck am Stecken hat, anzunehmen. Andere Menschen zu konfrontieren und natürlich sich seinen Problemen zu stellen und sich seinen Weg zu suchen. Jupp. Das ist jetzt die vierte Seite. Die Ringverleihung, das muss ich kurz vielleicht nochmal erwähnen. Das war für die Leute, die eine bestimmte Zeit suchtfrei leben, die haben von Daytop einen Ring bekommen. Und das wurde da ganz groß gefeiert, da waren ganz viele da. Einige haben dort vor Ort erfahren, dass sie keinen Ring bekommen und dass sie überhaupt eine Kontaktsperre bekommen werden, weil sie nämlich da und da gesehen worden sind, wie sie dieses und jenes gemacht haben. Und die Testzeile, das ist gar nicht so groß da am See. Da kann man schon einmal mit dem Fahrrad rumfahren, also es ist schon nicht schlecht. Und die ganzen Sachen, die ich damals gelernt habe, habe ich tatsächlich gelernt. Ob ich das ein oder andere heute noch so umsetze, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber vieles schon. So, jetzt hast du nochmal eine Chance, eine letzte Pause zu machen, bevor ich zur letzten Seite komme. Ansonsten geht es jetzt weiter. So, ich habe mir hier viele Steine, große und auch kleine, in den Weg gelegt, aber auch selber wieder weggeräumt. Ich habe so ziemlich alle Gefühle gelebt, zum Beispiel Trauer, Wut und Liebe, Hass, Neid und Freude. Ich war enttäuscht und ich habe mich gefreut. Kurz alle möglichen Höhen und Tiefen, die das Leben ausmachen, gesehen und gespürt. Außerdem ein natürliches Alarmsystem entwickelt. Kurz und gut, ich bin wieder ein normaler Mensch mit seinen Vorzügen und Schwächen geworden. Und was ich noch zu kämpfen habe, ist meine linke Seite mit meiner kriminellen Energie. Aber ich glaube, dass wenn ich sie nicht lebe, sie im Laufe der Zeit verkümmert. Außerdem erkannte ich, wie wenig der Mensch zum Leben braucht. Auf alle Fälle brauche ich die meisten Konsumgüter nicht, sondern kann mich auch an kleinen Dingen erfreuen. Im Übrigen muss ich nicht immer alles haben, was ich sehe. Ich übe mich in Geduld oder verzichte ganz. Was noch wichtig ist, dass ich wieder einen geregelten Tagesablauf gelernt habe. Meine innere Uhr funktioniert wieder. Jetzt, das war's. Das war mein Bericht. Das mit den Steinen ist definitiv wahr. Habe ich gemacht. Ich habe auch die ganzen Gefühle gelebt. Trauer, mein Onkel ist verstorben gewesen. Wütend über mich und auf andere. Ich war auch auf andere wütend. Ich war verliebt. Liebe, ja, kann man vielleicht zu dem Zeitpunkt schon sagen. Ich habe da nämlich jeder damals schon geliebt. Hass auf andere Leute, ich habe einige Leute gehasst, neidisch war ich bis zum Gittnummer und gefreut habe ich mich auch. Echte Freude, das ist so selten, dass ich mich mal echt wirklich freuen kann, aber damals war es wirklich, da haben wir so wieder nichts in Kleinigkeiten Freude. Ja, meine kriminelle Energie, das ist halt so eine Sache. Ich habe mir gar nicht so wirklich kriminell gesehen, gell. Ich habe zwar Drogen verkauft, aber als Kriminell habe ich das jetzt nicht gesehen. Man wird ja in diese Rolle eher reingedrückt. Man macht dann plötzlich, ich habe so, jetzt bin ich kriminell, ich werde jetzt ein Verbrecher, ich fahre jetzt los und mache dies und jenes. Nein, man macht halt aus der Not heraus, dass man sagt, okay, ich verkaufe jetzt was, damit ich von dem Gewinn mir meins leisten kann. Das ist ein ganz logischer Gedankengang. Und ja, vom Gesetz ist es verboten, aber dieses Gesetz habe ich schon 100-mal gesagt. Ist für mich halt einfach obsolet. Ich lebe es zwar jetzt danach, muss es ja, bleibt mir nicht anders üblich, wenn ich mir in der Schulter im Knast trocknen möchte irgendwann, aber ich kann jetzt dagegen kämpfen. Deswegen die HV unterstützen, ja,
auf die Demos gehen, wenn es um Cannabis legalisieren geht. Und beim nächsten Mal geht es dann über Sachen aus der K-Phase, weil ich kann euch schon mal spoilern, ich würde aufkommen. Wenn euch das gefällt, was ich mache, Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten, ansonsten Peace out.